So, heute kriegt die Kleine mal oben essen. Komm mal gucken, was es gibt, Schatz. Nuggets und Wurst! Kennst du dich, Baba? Ja, danke, Papa. Ich küsse dich, ich liebe dich, Baba Junam. Du bist die Beste. Ich würde sagen, ich küsse dein Herz. Ich decke jetzt den Tisch und dann essen wir. So sieht das Endprodukt aus. Kleiner hat mich gerade aufgerufen. Heute sind wir mal spontan Hasen rüber zum Nachbarn gegangen. Heute mal wieder ganz gottlos leckeres Essen. Okay, bist du da vorne? Jetzt bin ich dran. Thank you.
Sekunden aus, er gemacht hat. Jetzt wird er bezahlen. Ein paar Tage später. Scheiße, es tut mir leid, Master. Master hat mir eine gottlose Kopfmuskel gegeben, der Gottlose. Boah, der Kopf hat der volle Pulle gegen mein Auge geschlagen. Ich fahr jetzt ins Krankenhaus, Leute. Ich lass mir das zunähen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich glaube, es ist besser. Ja. Ich glaube, es ist besser, wenn die das zunähen, weil das so offen ist. Sicherheitshalber. Sieht man was? Boah, ja. Ja, nee, das lieber zu. Hm? Nee, das lieber zu. Oh, wurde jetzt sehr, sehr sauber und schön genäht. Das heißt, leider sieht man später nichts mehr von der Kriegswunde. Nein, Spaß. So, er ist jetzt aus dem Krankenhaus zurück. Wurde genäht, kannst du das eigentlich zeigen, oder? Nein, kann ich nicht. Okay. Aber wie fühlst du dich? Bei uns gibt es ein Sprichwort. Wenn ein Idiot einen Stein in einen Brunnen wirft, können 20 Ingenieure diesen Stein nicht wieder rausholen. Aber zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert und das wird mich auch nur für 2 Wochen vom Trainieren abhalten. Dann geht's wie gewohnt weiter. Also, gebt niemals auf und denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Mastak.